Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Oldtimer Blondie. Heute möchte ich euch meine neueste Errungenschaft vorstellen, den Simson Sperber. Der Sperber, der hat mir noch in meiner Simson Vogelserie noch gefehlt. Das war noch der letzte im Bunde und jetzt habe ich ihn endlich noch ergattern können. Der Simson Sperber ist Baujahr 1971 und ist in dem schönen Olympiablau und Alabasterweiß lackiert. Den Sperber zeichnen mehrere Merkmale aus. Das geht zunächst einmal bei der langen Sitzbank los. 1966 und auch 67 wurde der Sperber noch mit einer roten Sitzbank ausgeliefert und alles, was danach folgte, war dann mit der schwarzen Sitzbank. Außerdem hervorzuheben sind hier, wie auch beim Simson Habichtmodell beispielsweise, die hydraulischen Stoßdämpfer, gekennzeichnet durch diese Chromkappe und dass die Sozius-Fußrasten unabhängig von der Hinterradschwinge angebracht sind, sodass einfach beim Sozius-Betrieb der Beifahrer einen besseren Komfort hat. Außerdem hat der Simson Sperber noch die schönen Aluminiumfelgen vorne und hinten. Und dann, was ihn halt besonders auszeichnet, ist der große 9,5 Liter Tank, der ebenfalls auch im Habicht verbaut wurde. Genauso wie beim Habicht hat auch der Simson Sperber hier diese Mittelstrebe. Dadurch wurde einfach der Rahmen insgesamt nochmal verstärkt. Und dadurch, dass die Mittelstrebe hier durch den Tank durchgeht, hat man halt zwei Hälften von dem Tank. Und beim Sperber wurden zwei Auslässe verbaut. Einmal links und einmal hier hinten noch rechts, dass man einfach beide Seiten vom Tank gut nutzen konnte. Dann geht's weiter. Und das ist eigentlich so das größte Merkmal am Simson Sperber. Der Simson Sperber läuft laut Werk bis zu 75 km/h. Das erkläre ich euch dann nochmal konkret, was es damit auf sich hat am Motor. Aber da muss man dann aufpassen, beim Simson Sperber kann man das nicht einfach über normales Versicherungskennzeichen zulassen, also die normalen Moped-Kennzeichen, die kleinen, die man so kennt, sondern hier muss man ihn wirklich als Leichtkraftrad anmelden und braucht aber halt dann auch den Motorradführerschein dazu. Hier am Simson Sperber habe ich auch noch das schöne originale DDR-Kennzeichen mit dazu bekommen. So, und jetzt baue ich mal noch die Seitenverkleidung ab, damit ich euch noch was über den Motor erzählen kann. So, hier haben wir jetzt den M54 Motor, hier auch wieder ein Viergangmotor und hier kann man halt jetzt nochmal schön erkennen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir sowohl links als auch rechts diesen Auslass für den Tank haben, um einfach das gesamte Tankvolumen schön nutzen zu können. Was den Motor auszeichnet, der Motor ist erst einmal komplett fortwindgekühlt. Na, also wir haben hier nicht dieses Gebläse, wie es jetzt zum Beispiel beim Stor verbaut ist. Und außerdem ist es ein sehr hochdrehender Motor, der auch von Werk aus geänderte Steuerzeiten hatte. Und außerdem hat er einen sehr großzügig dimensionierten Ansaugkanal. Und den könnt ihr hier ganz gut sehen. Also die Luft wird hier unter dem Tank angesaugt in diesem Gehäuse, was hier drin ist. Hier ist dann auch noch der Trockenluftfilter verbaut und dann wird die Luft hier unter der Sitzbank weiter angesaugt, macht hier einen Bogen und geht dann runter zum Vergaser. Und durch diese geänderten Steuerzeiten und den langen Ansaugkanal erreicht der Simson Sperber eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h. Der Motor hat 4,6 PS und
wie auch gleich beim Habicht hier eine außenliegende Zündspule. Schauen wir mal, ob sich der Simson Sperber auch so gut formen lässt, wie er aussieht. Als nächstes, dass ihr euch schon mal drauf freuen könnt, habe ich mir eigentlich vorgenommen, den Simson Sperber und den Habicht miteinander zu vergleichen. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!